Hello, Guybrush. You remember these rooms? It was just one background, and we'd turn on and off the doors. Generic room technology from Indy 4. Yeah, I think we had a patent on that. Pseudo rooms? You can see it there when it flashes like that. See, that's when it was weird when you cut from one to the other, because certain things would not change and other things would change. Because it was originally like an Indy 4 where you go through the castle. You go into a room, then you go into a hallway, then you go into another room, you don't see it. Right. That was such a great game. It was 83. Last Crusade. Yeah, Last Crusade. That's when you go in the cat and the... Well, Last Crusade was when we first started doing the little dialogue. That was the, yeah, you mentioned the dialogue puzzles. Yeah, and then I think in Monkey 1, I think it was almost like the whole concept was proved out in a way, and then I think we went nuts on Monkey 2 with the dialogues. Hello, LeChuck. You won't escape me this time. Oh? Why do you say that? Even if you were to escape, I would always be able to find you again. We are bound to one another. Like soup and salad? Not really. More like... brothers. Huh? I am your brother. No. No. That's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. No! No! And I brought a little surprise for you. Am I going to enjoy this? No, but I will. Say, that wouldn't happen to be a voodoo doll, would it? Why, yes, as a matter of fact, it is a voodoo doll, which I'll be using to torture you. And then send you screaming to another dimension, one of infinite pain. Observe. I'll do anything, just please don't do that again. Okay, how about this? Wow! That was exhilarating. Let's have some more fun, shall we? Please, no more. Okay, time to send you screaming to a dimension of infinite pain. At last. I'm rid of that pesky little wimp Guybrush. Hey, I'm alive. Hey! I thought I was a goner. Oops. Strange. There must be something wrong with my voodoo doll. It was supposed to send you to another dimension, not the next room. Shoddy materials, I'll bet. Well, I guess I'll just try it again. No. That's okay. Jetzt müssen wir ein paar Sachen zusammen sammeln, um uns selber eine Voodoo-Puppe zu basteln. Now you're gonna get it. Let bygones be bygones. Man hat immer nur ein paar Sekunden Zeit, bevor der Chuck auftaucht. There's a syringe in here. Oh, there's stuff in it. It's a pair of surgical gloves. Holy cow, these are my parents! Dad looks a bit looser. So, das dürfte eigentlich auch schon gewesen sein. Ja, gab's hier glaube ich nicht.
boy, does that look comfy. It has that austere but functional look. Huch, mein Mikro ist abgehauen. So. Jetzt. I'll just take one. Hey, there's only one balloon in here. Na, nimm ihn. Jetzt hängt's. One bottle of root beer should be sufficient. So, leere Malzbier, Puppen, Schachteln. What? All of them? What? All of them? Okay. So, wie war denn das? Also, die haben wir eine Voodoo-Tüte. So, jetzt tun wir den Schädel in die Voodoo-Tüte. Was brauchen wir alles noch? Wir haben die Standard-Voodoo-Puppe, die tun wir hier mit rein. Well, that's one ingredient and the doll. Ach so. Stimmt, die anderen werden, die muss ich noch. Das müssen wir ihm dann noch geben. You remember these rooms? It was just one background and we turn on and off the door. Okay, nee, das ist das gleiche. Waren hier. Ah, genau hier. Wow, a 43 Steely. Now you're gonna get it. Here, try this. Now, isn't that better? There's no need for violence. Genau. So, Evelator. Nee, Moment, halt, wir müssen nochmal zurück hier. Weil wir brauchen. So, wir haben das. Das kommt in die. That's two ingredients in the doll. Und wir haben irgendwo das vollgeschnürzte Taschentuch. That's three ingredients and the doll. Genau. Und eins brauchen wir noch. I should push the little button. Ja, dann push doch den Knopf. Hey, Guybrush, it's voodoo time! There's no need for violence.
So, jetzt müssen wir trotzdem nochmal zum Fahrstuhl, weil wir müssen dort noch was machen. Hey, Guybrush, it's Voodoo time. Not be hasty. Hold on. Are you sure you want to do this? Ja, er wird per Zufall irgendwo hin teleportiert und wenn. Ja, genau. Now you're gonna get it. Let me explain. Okay, das hat nicht funktioniert. It's nailed shut. I think it's a bit heavy for me. It looks very big and heavy. Irgendwas hab ich noch vergessen. Also ich weiß, dass der ja. Natürlich. Nee, ist der falsche. Ich hab den Ballon vergessen. War das hier? Ja. Der ist nämlich etwas überladen. Der Fahrstuhl, wenn wir da drin sind. Das ist aber nicht schlimm, weil wir können ja mit Helium alles leichter machen. Und deswegen müssen wir drei Sachen mit Helium füllen. Aha! Gotcha! Hey! Au! Au! Hey! So, jetzt durften wir eigentlich alles haben. Trockene Barthaare mit... Wo ist sie? Da. Okay, brother, watch out, cause I've got my own doll now. This is hauntingly familiar. Street is closed off. Ich dachte, der kommt hier von alleine. Doch nicht. Okay, dann müssen wir doch wieder runterfahren. Gonna get it. Let me explain. Wir müssen in eine der Haupträume und dann. So, wo ist die Spritze? Spritze mit.
Now you're gonna get it. Stop being hasty. So viel Zeit muss sein. Benutze Spritze mit Voodoo-Puppe. Aha! Caught you! Ow! That's pretty good, Guybrush. But not good enough to stop me! Hey? Oh, it's you! What, that again? Ooh, look at me quaking in me booties! I laugh at you and your puny voodoo tinkerings! Naha! You think you're so big! Take this, LeChuck! No! You'll have to do better than that! You think you're so big! You know, this doll reminds me of the stretchy muscle man I had as a kid. Ooh! Ah. You'll have to do better than that! You don't scare me. I wonder what would happen if I tore the leg off this thing. Guybrush! What? Come over here. No way. I'm not that stupid. But I want you to... take my mask off. See the true face of your brother. Schöne Star Wars Anspielung. Leg or no leg, I trust you about as far as I can throw Manhattan. I tell you, I'm... dying here. Take the mask off. Oh, all right. I'm coming over. Gently now. Remove my mask. My God, you're my creepy brother Chucky. What? Did you think I was kidding before? Why have you been chasing me all over the place? Our mother told me to hunt you down. When our mother told you to hunt me down, did she actually mention killing me, or was that your idea? Look, Guybrush, could you help me out? Stick the leg back on the doll, okay? You're not supposed to be in here. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything, just put my leg back on. Hey, you kids! You're not supposed to be in here. We're very concerned. Ah, so there you are. What's going on? We're scolding you for running off. Your mother and I were very concerned. Thank you for hunting down your brother like we asked, Chucky dear. You boys didn't get in any trouble now, did you? Es ist fast egal, was man hier anklickt, es kommt immer das Gleiche. No, sir. Good. I wish you wouldn't run off like that, young man. We were worried sick. You don't know what kinds of murderers and ne'er-do-wells might be hanging around a place like this. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. I don't have to worry about stuff like that. Of course, dear. But please, be careful. Well, come on then. Let's go ride the madly rotating buccaneer. Yeah. Thank you.
Und das war Monkey Island 2. Die Rätsel waren wie bei Monkey Island 1 Special Edition auch schon die gleichen wie in dem Originalspiel. Und diese kleine Guybrush-Figur, die man immer so in der Mitte mit dem Fuß hat tippeln sehen, das war quasi so die Sanduhr für, muss leider warten, bis das Programm fertig geladen hat, für die Special Edition. Und das war die Originalgrafik aus dem zweiten Teil. Also sprich, Guybrush sah im Original zweiten Teil, also in der Nicht-Special Edition, so aus. Schon wesentlich detaillierter als im Teil 1. Den meisten gefiel er so nicht. Mir gefiel er so schon besser. Aber doch längst nicht so detailliert wie jetzt, ne? I wonder what's keeping Guybrush. Oh, I hope LeChuck hasn't cast some horrible spell over him or anything. Und da kommen die Originalabspanne. War das damals schon LucasArts? Ich überlege gerade. Das kann sein, dass das damals schon LucasArts hieß und nicht mehr Lucasfilm Games. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das erste Spiel war entweder Indiana Jones 4 oder Tatsache Monkey Island 2, wo Lucasfilm Games sich in LucasArts umbenannt hatte. Es kann sein, dass das Tatsache Monkey Island 2 war. Dann stimmt sogar. Dann haben sie sich nicht verschrieben, sondern dann stimmt das sogar. Dann ist das schon LucasArts. Warum ich das hier erzähle? Ich habe zum einen keine Lust, hier alles vorzulesen. Lesen könnt ihr selber, wenn ihr wollt. Aber ich muss hier so ein bisschen die Titelmelodie überblöken, damit nicht irgendwelches Rumgemeckere von YouTube oder ähnlichen Leuten kommt, von wegen, das ist hier Originalmusik, darfst du nicht, Urheberrecht, bla bla bla. Man kennt das ja, nicht? Als Let's Player von Welt kennt man das. Und deswegen blöke ich jetzt hier sowas rüber. So, auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Hat mir gefallen, es wieder durchzuspielen. An die meisten Rätsel konnte ich mich halt noch erinnern. An einige halt nicht mehr so. Da musste ich halt ein bisschen sehr nachdenken. Insbesondere das mit den Knochen, das habt ihr ja gemerkt. Da habe ich ein bisschen rumgeeiert, bis ich mich wieder dran erinnern konnte, dass das nach den ersten Zeilen des Reims ging und nicht nach jeder Zeile dieses Liedes. Aber wir haben es ja hingekriegt. Habt ihr ja gesehen. So, und ich wusste gar nicht, dass man hier theoretisch sterben konnte. Das war mir gar nicht bewusst. Also da, wo wir in die Grube gefallen sind, in die Säuregrube. Es gibt ja bei Teil 1 tatsächlich eine einzige Stelle, wo man sterben kann. Das hatte ich ja schon erzählt. Da, wenn man zu lange unter Wasser ist und das Idol nicht nimmt, dann ertrinkt man nach 10 Minuten, weil mehr als 10 Minuten kann er die Luft nicht anhalten. Und mir war nicht bewusst, dass man das hier in Teil 2 auch konnte, wobei es ja dann automatisch zurückgespult wird. Also, das ist das Angenehme, Tatsache, an den LucasArts-Adventuren. Im Gegensatz zu den Sierra-Adventuren, falls ihr das mitgekriegt habt. In einer der Stelle, genau dort, hatten die Audiokommentatoren, wo man da über Säuregrube hing, hatten sie, glaube ich, irgendwas von Sierra-Adventures erzählt, dass man in den Sierra-Adventuren alle Nase lang an irgendwelchen Rätseln scheitert. Weil, also, man guckt in irgendeine Grube, was ist da? Zack, kommt ein Monster raus, beißt seinem Kopf ab. Man geht ein bisschen mehr nach rechts, aha, betrachte Stein, klatsch, knallt er auf einem runter, man ist tot. So, bei den Sierra Adventures war es gang und gäbe, dass man halt alle Nase lang verreckt. Da kam man quasi mit Trial and Error durchs Spiel. Und wenn man halt irgendwas nicht richtig in der Reihenfolge gemacht hatte oder sich irgendwie ein bisschen zu viel Zeit bei einer Rätsel gelassen hatte, dann kam man auch in irgendwelche Sackgassen und man kam dann nicht weiter. Und das war doch sehr, 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 sehr frustrierend für die meisten Spieler. Und die hatten sich halt dann auch schon aufgeregt und jetzt schwere Rätsel, wir können nicht Gedanken lesen, bla bla bla. Und Lucasfilm Games dachte sich damals eben, dann sind wir doch mal nicht so böse und bringen halt unsere Adventures so raus, dass man eben nicht ständig in irgendwelche Sackgassen rennt oder gar sterben kann. Und das haben sie dann noch im Laufe der Zeit verfeinert. Also ich erinnere mich, in Indiana Jones 3 zum Beispiel gibt es zwar in dem Sinne keine Sackgassen, aber man muss da sich ab und zu mal mit irgendwelchen Nazis prügeln, weil man die Prügelei halt verliert, weil man sich halt nicht so gut prügeln kann, ne? Weil die Steuerung auch ein bisschen tricky ist, dann wird man halt zurückgeworfen. Also dann muss man halt ganz viel nochmal spielen.
Und wenn man und am Ende kann man tatsächlich auch bei Teil 4 zum Beispiel auch sterben, wenn man das tatsächlich das allerletzte Rätsel nicht wirklich grandios rüberbringt. Also es ist auch mit Speichern verbunden. Aber das ist eben im Laufe der Zeit immer besser geworden. Bis dann eben bei Monkey Island, wo sie gesagt haben, okay, das ist speziell nicht an die erwachsenen Leute gerichtet, sondern eher so an Kinder, also an Jugendliche auch. Dass sie dann gesagt haben, okay, dann machen wir es halt nicht so böse und so hinterlistig und man kann halt nicht mehr sterben. Das hatten sie sich so auf die Fahne geschrieben und haben es auch sehr gut umgesetzt und das ist sehr beruhigend, weil egal was man macht, man kann halt nicht mehr sterben. Das heißt, man kann getrost alles Mögliche ausprobieren und hat nicht so die permanente Angst, ah, wenn ich jetzt was mache, wenn ich das anklicke, ah, da gehe ich doch wieder drauf, dann lasse ich es mal lieber, ne? Sondern dass man tatsächlich alles mit allem ausprobiert und alles mit allem kombiniert, damit man eben weiterkommt und alles mit allem ausprobiert, das Spiel quasi komplett auskostet und damit eben die Rätsel lösen kann. Deswegen gefallen mir die LucasArts oder Lucasfilm Games, je nachdem, die Adventure eben auch sehr, sehr gut. Und deswegen spiele ich die hauptsächlich in meinem Let's Play-Kanal. Das werdet ihr sicherlich schon mitgekriegt haben, neben Serious Sam und einigen anderen Dingen, dass ich da hauptsächlich die LucasArts Adventure für euch, mit euch durchspiele, damit ihr auch in den Genuss von diesen Spielen kommt. Und wie üblich mache ich keine Blind Runs, sondern spiele die Spiele einmal komplett durch, mindestens einmal, bevor ich sie dann aufnehme. Also das kann auch sein, dass ich sie ganz viel früher mal aufgenommen hatte, also durchgespielt hatte, vor Jahren und dann eben danach jetzt dann das Let's Play aufgenommen hatte, wie jetzt bei Monkey Island 2 zum Beispiel. Wohingegen eben bei den Tales of Monkey Island habe ich es kurz davor eben durchgespielt. Falls ihr die Tales of Monkey Island nicht kennt, schaut es euch an. Die Story ist nicht schlecht. Hat Telltale sehr gut weitergekriegt, also weitergesponnen, die Geschichte. Und ja, dann freue ich mich, wenn ich euch beim nächsten Let's Play dann wieder begrüßen darf. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein LucasArts Adventure werden. Was sonst? Nachdem ich es ja jetzt hier schon so angekündigt hatte. Und freue mich, wenn ich euch dann begrüßen darf. Ja, macht's gut, bis dann. Tschüss.